Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zu diesem neuen Video. Das ist wieder ein Straßenbahn-Video und eins der besonderen Art sogar, denn das hier ist meine Abschlussfahrt gewesen. Ganz kurz, Abschlussfahrt ist, wenn du die Ausbildung, die 2,5 Monate oder 3 Monate mit Hospitalisierung ist, die ich nicht hatte. Also 2 Wochen, wo du mit einem Fahrer schon am Anfang, also die ersten 2 Wochen mit einem Fahrer fährst, sozusagen dir das Ganze anguckst, wie das ist. Und dann hast du 2,5 Monate die Ausbildung. Und danach hast du 18 Tage Lehrfahrer. Und nach diesen 18 Tagen Lehrfahrer, ne, machst du deine Abschlussfahrt. Also nach den ersten 2 Wochen Hospitalisierung kommst du in den theoretischen Unterricht. Dann hast du 2 Wochen theoretischen Unterricht, machst dort eine praktische, eine theoretische Prüfung, also ne, schreibst eine Prüfung. Dann hast du Technik auch, da machst du eine Prüfung. Dann kommst du in die Züge, also fährst du, hast eine Zwischenprüfung ungefähr nach 15 Tagen. Und dann am letzten Tag des Flexity, also des zweiten Zuges, hast du dann eine eine Prüfung, dass du den Führerschein, also diesen Straßenbahnschein machst. Und danach hast du, wenn du das bestanden hast, 18 Tage mit Lehrfahrer und fährst dann sozusagen Dienste, Marzahn, Lichtenberg und Weißensee. Nicht in der Reihenfolge, das könnte sich variieren, kommt davon, wo du erstmal hinkommst. Und dann nach diesem, der letzte Fahrer, also der letzte Lehrfahrer, macht mit dir am letzten Tag diese Abschlussfahrt mit einem Gruppenleiter, der sich 4 Stunden lang, also er wird dann 4 Stunden lang mit dir rumfahren. So, an diesem Tag, wo ich meine hatte, war das Problem, dass eine bestimmte Straße nicht aufgemacht hat. Mussten wir ein bisschen umdisponieren und sind von Weißensee Betriebshof bis zur Guyot-Straße, bis zur Björnsonstraße, wo wir jetzt gerade stehen, hinfahren mit Betriebsfahrt. Und von dort aus durfte ich meine Fahrt beginnen. So, natürlich zählte auch schon die Hinfahrt dahin und wir mussten noch warten. Also von den 4 Stunden hatte ich 2 Stunden ungefähr. Oder 2,5 Stunden, aber wenn man so sieht, es gab keine Mängel. Das heißt, die haben ja gesehen, wie ich gefahren bin und alle beide waren sehr zufrieden. Mein Lehrfahrer so oder so, der Gruppenleiter genauso. So, also folgendes: Von da aus startete meine Prüfung erst mit Lehrfahrer Richtung Björnsonstraße, Guyotstraße und von der Guyot bis zum Virchow-Klinikum mit dem Gruppenleiter. Viel Spaß und ich würde sagen, wir fangen einfach an. So, Björnsonstraße. Wir beginnen das Ganze, indem wir jetzt gleich losfahren. Ja. So, das braucht ein bisschen, okay, egal. So. Verständnis, wir sind gerade, die böse Brücke ist rechts von uns und Richtung rechts geht es Richtung Virchow-Klinikum und nach links geht es halt zur Schönwalder und Bornholmer. Wir sind momentan auf der Seestraße, müsste noch sein, oder Oslauer. Oslauer oder Seestraße, ich glaube sogar schon Oslauer ist das sogar. So, wir fahren, ich würde jetzt sagen, ein GT. Ich bin natürlich Fix City gefahren. Das ist ein GT jetzt gewesen, weil der Strommast wieder, also der Stromabnehmer sehr weit vorne war. Ich finde persönlich diese Strecke sehr, sehr schön. Weil du halt in so einer Art, nicht Lagune, ich würde schon Lagune sagen. Ich finde die Strecke an sich sieht sehr super aus. Also auch sommermäßig bin ich ja gefahren. Das Grüne und alles Mögliche, dass man in der Mitte fährt. Mega. Also wirklich super. Sieht für mich sehr schön aus, finde ich. Genau. Auch noch ein GT. Schön grüßen, genau. Oh, dieser Sound. Boah, ich vermisse es wirklich. Schön auf den Strecken natürlich wieder 60 fahren dürfen, wenn wir dann natürlich die Straße überqueren. Da vorne sind wieder 50, also ab Überquerung oder Verlassen des Bahnhofsglaskörpers sind wieder 50.
an sich von Virchow-Klinikum bis zur Rivala ist sogar sehr gut angenehm. Ist halt eine lange Strecke. Also jetzt 13er bei 50er, wir fahren ja jetzt nach links. Weil wir jetzt Richtung Guyot-Straße fahren, also Bocholt. Auch sehr krass, schöne Strecke. Deswegen bin ich mal gespannt. Und was ich gestern meinte, oder gestern, für mich war gestern, für euch, in dem 13er Video, oder gestern, was ich euch gesagt habe, mit diesen 0,5, boah, das war genau unter der Brücke. Wenn man jetzt drunter gefahren ist, also unter der Brücke, nach der Brücke gleich, kam dann die 0,5. Und hier vorne an der Brücke gab es dann so ein Signal, also ein Schild mit Dreieck, mit Vorankündigung, dass da jetzt gleich eine 0,5 kommt. Hier haben wir eine 30 gehabt, oben in der Oberleitung. Hier verkehrt der 1er, aber nicht von uns aus. Der fährt manchmal bis zur Björnsonstraße. Also manchmal leitet er da ab. Aber ansonsten von hier aus, von hinten kommend, der 1er fährt auch Richtung, so wie wir, nur dass er dann in einem gewissen Punkt nach links abbiegt. Ich denke mal, den 1er habt ihr schon gesehen. Das ist ja die Strecke hier, Veneta-Straße. Und nach S-Bahnhof Pankow, nach der Station, biegt der 1er links ab. Wir biegen rechts ab Richtung Bocholt. Hier gebe ich ab und zu mal einen Ping, wenn man da nicht unbedingt sieht, weil ihr seht, ne, sehr nah an den Fußgängern, habe ich dann doch mal einen Ping gegeben. Nicht, dass dann doch jemand da steht. So, da oben wieder Trenner nicht vergessen. Hier beim GT ist der sehr nah. Also, sobald du ihn nicht mehr siehst in der Oberleitung, gehst du auf 0. Und kannst dann so 1, 2 und dann wieder nach Gas geben. Und dann bist du schon drunter weg. Was beim Flex natürlich anders aussieht, weil der Schubabnehmer in der Mitte ist. Hier gibt es eine sehr lustige Geschichte. Es geht um diesen Fahrstuhl. Jetzt sieht man das immer noch so. Also, ihr seht, wo ist denn die Ampel? Ja, da. Das haben die jetzt natürlich geändert. Die ist natürlich jetzt vor dem Aufzug, weil da hinten macht die überhaupt keinen Sinn. Das Problem ist, die Ampel war schon davor da und der Aufzug wurde danach gebaut. Und statt so ein bisschen, ne, die Sichtkontakt Richtung Blick oder Richtung Ampel zu lassen, ja, haben sie so gebaut, dass du natürlich erst sehr spät siehst. Du bleibst ja so oder so stehen, aber du musst halt so weit vorfahren, dass du, also damals zumindest, dass du den siehst. Also fährst du so lange vor, bis du halt den siehst. Ja. Gibt manchmal Sachen, die werden so gebaut, ja, da schüttelst du mit dem Kopf. Ja, gut, jetzt ist sie natürlich vorher schon, die Ampel, also alles gut. Gleich da vorne wird eine ganz lustige Aktion passieren, die ich euch erklären werde. Denn wir haben natürlich jetzt hier ganz konstante 50 km/h. Ja, ihr seht auch links, rechts sind keine Schilder. Doch, gleich kommt ein Schild. Wir fahren natürlich ganz normal 50, aber... war das ab hier? Na, doch, ab hier. Da hinten seht ihr ein Schild. Dieses Schild besagt, dass ihr 30 km/h fahren müsst. Jetzt überlege ich aber gerade, war das nachts oder tagsüber? Ich glaube nämlich, dass es tagsüber war. Oder nachts. Wir werden gleich sehen, ob er abbremst oder nicht. Nein, also nachts. Nachts ist diese Überfahrt hier 30. Und du darfst den Teufel tun und schneller fahren. Sollte einer in deinem Zug drin sitzen, eine Zivilkontrolle, bist du am Arsch. Also wenn du hier nachts, ab 22 Uhr, glaube ich, oder so, oder ich müsste mir das nochmal angucken, weil ich weiß es nicht mehr genau. Warte mal, ich gucke mir das mal ganz kurz an. Ich bin der Meinung, das war ab 22 Uhr. Ich will mich aber jetzt nicht aus dem Fenster legen und falsch sagen. Deswegen gucken wir mal, guck mal an. Das ist nämlich da rauf.
Sich holen müssen. Oder sie kommt sehr spät, das kann auch sein.
natürlich sein, dass sie erst sehr spät gekommen ist. Ich hatte auch eine lustige Aktion. Da war ich aber noch nicht auf Abschlussfahrt. Da war ich beim Lehrfach unterwegs mit dem letzten. Und da hat es auch was gerumst. Ein Typ, keine Ahnung warum. Ich zeige euch gleich, was passiert ist. Wir fahren genau daran vorbei. Ja, Blinker rechts und rüber gehen. Genau. So, hier ist eine Haltestelle. Und hier vorne ist doch so ein Absperrgitter-Katar oder wie es heißt. So. Und folgendes. Ich kam von da hinten. Mit meinem Lehrfahrer natürlich, ne? Und ich dachte, oder sah so aus, ein Mann ging rüber und ich dachte, er will hier auf dem Bahnsteig. So, natürlich bin ich dann ganz normal rangefahren. Auf einmal macht er so eine Kehrtwendung, warum auch immer. Also, so ein Kehrt und geht wieder rüber. Aber hier, also auf dem Bahnsteig. Deswegen dachte, er läuft hier rein und läuft hoch. Hat er auch gemacht und wollte gerade umdrehen und in dem Moment wäre ich ihm fast reingefahren. Oder er mir reingelaufen. Da muss ich sagen, in dem Moment kriegst du erstmal so einen Rüttelschock. Ja, du kriegst immer so ein oh, das wäre fast schief gegangen. Und damit musst du aber auch, also ne, mein Lehrfahrer meinte so, wie geht's dir, Dienst, das hat dich ja richtig schön um mich gekümmert. Auch an diesen Lehrfahrer, mega, mega nice Typ. Mit dem habe ich immer noch Kontakt, mit dem schreibe ich immer noch. Mega geile Type, wirklich. Also da, es gibt geile Typen und es gibt die mega geilen Typen und der Typ war der mega geile Typ. Deswegen, ich weiß, er wird das niemals sehen, aber Matthias, du bist der Beste. Ich hoffe, dass du deine Fahrschule oder Fahrschullehrer machst, bester Mann. So, und er hat dann immer noch gefragt, ja, geht's dir gut, willst du mal Pause machen, sollen wir mal abwechseln, so wegen der Assoziation. Ich habe jetzt nicht auf Zwang weitergemacht, sondern mir ging es wirklich gut. Es war einfach nur dieser kleine Schock. Und das musst du hinkriegen. Du musst das ausblenden können. Wenn irgendwas passiert, du musst sagen, okay, es geht weiter. Es geht weiter. Ja, wenn du jedes Mal anfängst, Zitterpartie und du musst Pause machen, dann brauchst du den Job nicht machen. Es kann mal passieren, dass dir einer vorläuft. Ja, dann ist das halt so. Dann ist das nicht schön. Du wirst das auch in deinem Kopf für immer behalten. Aber du musst weiter. Das ist einfach so. Das ist halt gefährlich. Man kann es nur damit besser machen, dass man einfach gut reagiert und auch diese Sicht kriegt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und halt, du musst den Körper und den Geist dafür haben. Ja. Du musst damit rechnen, dass sowas passiert. So, hier kommt auch eine ganz lustige Stelle. Da wir auf der rechten Seite fahren und ihr seht ja schon rechts sehr viele Bäume, sehr viel bewuchert. Und da kommen Ausfahrten. Gibt es nämlich eine Stelle, da muss man 30 fahren, weil da es wirklich sehr oft geknallt hat. Hier kann man ja noch sehen, ob da jemand kommt oder nicht. Wenn wir jetzt aber gleich an dieser einen Stelle vorbeifahren, da siehst du es nicht wirklich. Okay, er macht Klingel. Habe ich auch gemacht. Klar, Sicherheit geht vor. Aber zum Beispiel da siehst du nichts. Ah, jetzt geht's. Aber ich glaube, das ist jetzt der 30er. Ja, hier war der 30er. Generell würde ich auch nicht schnell vorbeifahren, weil wenn es einmal rumst, dann rumstet. Hier ein bisschen langsam, die kommen wirklich aus den Seiten rausgeschossen. Ist halt nicht schön. Auch wenn wir eigentlich hier Vorfahrt haben und alles mögliche, aber es wird halt nicht drauf geachtet. Sie ballern einfach raus. Da muss man mit rechnen, wie gesagt, da kriegst du aber auch den Blick dafür. Ich bin auch der Meinung, dass hier auch irgendwo das Schwimmbad Pankow ist, glaube ich, sogar in der Nähe. Da war ich mal 7,5 Meter gesprungen. Flex City, wenn ich mich nicht irre. Nein, es kommt kein Flex City. Tut mir leid. Falsch. Das ist ein GT. Das hätte ich sehen müssen. Schande über mich. So. Auch eine sehr enge Straße, würde ich sagen. Klar, mal zwei Straßenbahnen. Das heißt, wenn hier wirklich Autos fahren. Okay, auf meiner Seite dürfte keiner fahren. Ihr seht ja. Die dürfen auf meiner Seite gar nicht, glaube ich, fahren, wenn ich mich nicht irre. Irgendwas war da. Die können nur von da. Das ist eine Einbahnstraße, glaube ich sogar. Ich will mich aber jetzt nicht irren, aber ich glaube schon, weil da vorne war, seht ihr. Genau. Ist ein Schild, man darf nicht nur Straßenbahnen, also ist es nur eine Einbahnstraße. Macht Sinn.
eigenen Gleiskörper. Und ich glaube, das bleiben wir auch bis zur Endstelle jetzt an. So, hier haben wir eine, ich glaube, war das hier eine S-Bahn? Ja, hier ist eine S-Bahn, genau. Und hier mal schön vorne stehen bleiben. Ihr seht ja, die Treppen sind da vorne. Also so weit wie möglich vorne, dass wenn ihr einer runtergesprungen kommt oder runtergerast, dass er nicht jetzt unbedingt weit nach hinten laufen muss. Und wir auch nicht lange warten müssen. Die nächste Ausfahrt ist auch eine ganz lustige Geschichte. Da gibt es ein Stoppschild. Das wurde extra vergrößert. Weil keiner drauf geachtet hat. Und es so viele Straßenbahnunfälle gab und Autounfälle, dass man dort einfach das Schild größer gemacht hat, damit die Leute es sehen. Gleich kommt es. Und das, wie gesagt, muss schon was heißen, wenn man extra ein Schild größer macht. So, und diese Fahrt, die ihr gerade seht, das ist meine Abschlussfahrt gewesen, die ich auch super gemeistert habe, so wie eigentlich alle Tests ich super gemeistert habe. Hier links Stoppschild extra größer, damit man auch, oder ich weiß nicht, ob das war mit dem größer oder auch auf dem Boden gezeichnet, irgendwie so war das da, aber da knallt es trotzdem sehr oft. Alte Schild natürlich. Ich muss auch sagen, diese Strecke bin ich sehr oft gefahren, denn wenn du Einsätze hast, den 50er und ich glaube den 1er, den 50er. Den 50er, glaube ich, war das, oder? Oder rede ich da gerade Schwachsinn? Dann fährt man nämlich bis zur Guyotstraße. Da stehen dann 7 Züge. Also zumindest ist am Wochenende so. Und dann wird per Shuttle, die Leute werden dann nach und nach vom Weißenseebetriebshof zur Guyotstraße gefahren. Das habe ich gemacht damals in der Nachrückerzeit, weil ich war ja 5 Wochen Nachrücker und habe dann sozusagen jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende, weil ich mit noch einem Kollegen in Weißensee war, haben wir uns das sozusagen, einmal hat er ein Wochenende gehabt, einmal ich, und wir mussten dann halt die Leute hinbringen und wieder abholen. Also wir haben erst Leute abgeholt, um sie dann hinzubringen. Also erst die Leute, die aufgehört haben, abgeholt. Dann 2-3 Stunden später die Leute wieder hingebracht, die einsetzen. So. Und ja. Hier ist mehr so Standardstrecke. Ist es auch meistens so, dass die linken Aus- und Einfahrten sind mit Pollern versehen, damit hier keiner rauffährt, weil es hier wirklich oft geknallt hat. Außer natürlich bei so einem Einkaufsmärkten, da wo jetzt eine Ampel davor ist. Aber sonst sind die Seitenstraßen so gemacht, dass du nicht durchfahren kannst. Ich glaube, bei den letzten hat man es gesehen. Ich glaube, hier wird keins mehr kommen, glaube ich, oder? Ah, hier siehst du, Poller. Da kommt kein Auto rein, kein raus, weil es doch sehr aufgeknallt hat. Weil die Leute nicht darauf achten, dass da eine Straßenbahn fahren könnte. Da hat es bestimmt so oft geknallt, dass die keinen Bock mehr drauf hatten. Und dann haben sie einfach die Poller zugemacht. Damit die Möglichkeit nicht besteht, dass man einfach drauf fährt. Ich hatte ja schon mal den Vorfall, dass einer mit Fahrrad mit Kindern hier gefahren ist. Und ein Kind leider vorgeschossen ist. Ich hab's gesehen. Habe auch geschafft, ihn so anzuhalten. Aber es passiert halt. Ne? Damit muss man rechnen. So, gleich müsste sogar ein kurzer Cut kommen und dann die nächste Datei kommen. Weil es in 2 Teile gespaltet wurde. Ja, okay, müsste gleich sogar kommen. Mögliche, sodass, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein paar Videos bei ihm angucken.
Videos. So 30 mit der Überfahrt. Hier vorne. Ich glaube, waren E oder 30. Ich habe es nicht gerade gesehen. Wie gesagt, ich kann jetzt auf dieses Ding nicht berufen, weil ich bin schon ein bisschen länger hier da gefahren. Wie gesagt, am 26.06. bin ich da das letzte Mal gefahren. Und danach nie wieder. Also weiß ich nicht mehr. Also 26.06.2021. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was für eine Schilder da waren. Ich weiß nur, dass hier zum Beispiel alles voller Baustellen war. So wie überall, wo ich gefahren bin. Also ich glaube, die einzigen Strecken, die wirklich ohne Baustellen waren, waren der 10er und der 13er. Das waren die einzigen wirklich ohne Baustellen. Außer, okay, gut, nicht ganz. Ich glaube, da war in der Boxhagener war so eine kleine Baustelle. Aber zum Beispiel 4er konnte ich nicht durchgehend fahren. Weil Antonplatz zu war dann irgendwann. Genauso wie irgendwann auch der 13er. Dann hatte ich halt diesen 4er, 12er, 13er. Ganz kurioses Ding. Ja. So. Aber wir sind schon fast da, würde ich sagen. Normalerweise wäre ich jetzt nach links gefahren, also mit dem Shuttle Service zumindest bin ich nach links gefahren. Und dann war es nicht mehr weit entfernt bis dahin, bis zur Gyo-Straße. Aber wir fahren noch ein kleines Stückchen. Wir haben auch noch ein paar Haltestellen vor uns. Genau, ein Held. So. Ja, schön aufpassen. Hier blinken wir natürlich gleich, weil wir auf die Straße fahren. Okay, hat es nicht gemacht. Ich hätte es gemacht, weil wir von unserem Bahngleis auf Straße fahren. Und die Autos natürlich eine Möglichkeit haben, auf unserer Straßenseite oder unserer Seite zu fahren. Jetzt kommt so ein bisschen so ein Hin und Her. Also wir sind jetzt ganz kurz auf der Straße. Dann sind wir wieder auf Bahngleis, dann wieder auf Straße, dann wieder auf Bahngleis. Also eigene Körper. Ist schon lustig gemacht, die Strecke. So, die Fahrer, Bus, Autofahrer kriegen rot, wir kriegen grün. Weil wir vor denen abbiegen müssen. Blinker ist an. Sehr schön. So, jetzt sind wir rein theoretisch wieder auf einem bahneigenen Körper. Hier dürfen Autos oder haben Autos nichts zu suchen. Dann wird natürlich die Haltestelle bedient. So wie immer. Mit Freundlichkeit. Und alles mögliche. Ein Set haben wir auch schon. Also ist schnell auf und zu. Wenn es klappt. Klappt natürlich nicht immer. Ja, klappt nicht. Gut, jetzt ist die Frage, kriegt er noch sein Signal? Muss er jetzt warten. Ja, angefahren ist angefahren. So, Linksblinker. Wunderbar, rüberziehen. Schön mit 30, denn hier vorne ist nur 30er Strecke. So, schön Sonnenaufgang sogar oder Untergang, das ist die Frage. Ich würde jetzt schätzen, Aufgang, weil viele Leute unterwegs waren mit Schulranzen. Also denke ich mal, dass Leute gerade Richtung Schule gehen. So Links-Rechts-Kombination, Bahneingang, Körper, Überquerung der Straße und dann wieder nur bahneigener Körper. So, ja, großer. Achso, gut, ich dachte, der fährt jetzt rüber. In meiner Zeit, wo ich Lehrfahrer war, oder in Abschlussfahrt, war hier nämlich ein dicker Unfall sogar. Da wurde ein Vito hier weggeschippert. Auch nicht schlecht. Vorne kommt nämlich so eine ganz kleine Straße, wo die Leute gerne mal wenden, weil es die einzige Wendemöglichkeit ist. Aber wie immer, was nicht beachten, dass da vielleicht eine Straßenbahn vorbeikommen könnte. So, genau hier vorne kommt gleich, denn da müssen wir auch abbremsen, weil wir dann runtergehen müssen auf 30. War das jetzt hier? Ich glaube, das war hier. Genau, und dann dürfen wir wieder volle Möhre geben.
immer so eine Überwege für Fußgänger. Und immer schön beim Haar stehen bleiben. Ja. Wie auch immer. Hier ist nämlich egal, weil vorne und hinten ist offen. Das heißt, rein theoretisch ist es egal, wo man stehen bleibt. Ich will mal kurz gucken, ob ich aufnehme. Okay. Aber man weiß ja nie. Ich habe schon mal geschafft aufzunehmen, ohne dass ich rede. Also aufnehmen, weil ich dachte, ich nehme auf und da passiert gar nichts. Auch sehr schön, wirklich mega geil gemacht, so mit diesen Bäumen an den Seiten. Und halt auf grüner Wiese oder auf dem Grün zu fahren, mit natürlich überwiegend vorsichtig fahren. Dann die Ampel. Zack, zack, zack. Und wenn, da wo ich gesagt habe, dass ich abgebogen wäre, ne, wenn man hier rausgekommen, einmal nach links und schon ist man eigentlich fast da, denn noch zwei Stationen und dann sind wir schon an der Wendeschleife in der Guyotstraße. Und schon ist es Ende. Genau, hier beim Haar stehen bleiben ist halt ein bisschen vorgezogen. Wegen, glaube ich, den ganzen Trennern. Ich weiß aber gar nicht, ob jetzt ein Trenner da war. Sieht man auch nicht wirklich. Manche Aufnahmen sind so ein bisschen kontraproduktiv, was den Trenner angeht, weil man oben halt nichts sieht. Man sieht noch nicht mal die Oberleitung. Wenn ich jetzt richtig gucke, sehe ich gar nichts. So als würde der Zug von den Gleisen den Strom nehmen, aber das ist halt keine U-Bahn. Jetzt sieht man sie ab und zu mal so schimmern. So, jetzt kommt die Endhaltestelle, wo alle aussteigen müssen. Genau. Hold change, please. Genau, und dann steigen jetzt alle aus, dann sind wir in Französisch Buchholz, fahren jetzt in eine wirklich sehr schöne Gleisschleife, würde ich sagen. Sie ist schön gemacht. Und da kommen Erinnerungen wieder hoch. Jedes Mal Wochenende hier reinzufahren, waren nämlich vier Fahrten. Zweimal hin, um Leute abzuholen und zweimal hin, um Leute hinzubringen. Ja, weil die mal halt verschiedene Ende haben, deswegen. So, alle ausgestiegen, Türen zugemacht und ab in die wunderschöne Schleife, hier auch wieder vorsichtig. Wenn wir nach rechts abbiegen, wir haben Vorfahrt, aber es kommen halt Autos. Hier sind auch 30 km/h, wie ihr seht, für die Kurve. Blinken, gucken, dass keiner kommt. Wir haben Vorfahrt, aber wie gesagt, ne, wird nicht immer eingehalten. Das gibt's nicht mehr. Da stehen keine LKWs oder sonst wird das alles zugewuchert und auch zugebaut. Und zwei Gleise haben wir, das erste links, das zweite rechts. Und sieht schon schön aus. Ist schön gemacht. Da ist ja nichts, also ist ja halt, ne, schön gemacht, Natur halt. Ja. Und hier stehen dann eigentlich so am Wochenende, wenn da Züge abgestellt, 7 Stück an der Zahl. So, das war's. Jetzt fängt's wieder von vorne an. Das war's für dieses Video. Das war der 50er von Straße zur Guyotstraße, das war meine Abschlussfahrt. Und einmal von da aus nochmal zurück die ganzen Wege. Nur dass ich halt jetzt hier vorne, wo gerade die Tatra ran lang fährt, nach rechts gefahren bin, Richtung Föschoklinikum. Und dort habe ich dann meine Lappen, also meinen richtigen Führerschein, in die Hand gedrückt bekommen und wurde mir gesagt, herzlich willkommen bei der Straßenbahn. Du darfst jetzt fahren. Perfekt. So, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat wieder dieses Video gefallen. Falls ja, hinterlasst einen Daumen, einen Kommentar, ein Abo natürlich nicht vergessen und nicht vergessen, unter das Video noch reinzuschreiben, was ihr heute so Schönes gegessen habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.